Ja, hallo auch von unserer Seite. Schön, dass ihr Interesse an dem Thema habt. Wir waren als feministische Delegation unter der Kampagne Gemeinsam kämpfen ein paar Monate in Rojava. Und genau, die Kampagne Gemeinsam kämpfen ist ein feministischer Organisierungsrahmen, der bundesweit agiert und sich an den Ideen der kurdischen Bewegung orientiert. Wir haben auf dem Blog von Gemeinsam kämpfen auch unsere Reiseberichte veröffentlicht. Die könnt ihr auch jetzt noch euch angucken. Und es wird auch bald eine Broschüre dazu erscheinen. Genau, weil ihr schon, also ich glaube, einige von euch wissen wahrscheinlich schon einiges über Rojava und über die Region. Hier im Hintergrund schon nochmal eine Karte, um welches Gebiet es sich da handelt. Unser Fokus wird heute sein und war es auch auf der Delegation, war die Frauenrevolution. Aus welcher Perspektive sprechen wir hier beide? Also welchen Background haben wir? Wir sind beide keine Wirtschaftswissenschaftlerinnen, werden jetzt trotzdem über Wirtschaft reden. Genau, sind Aktivistinnen und werden auch aus dieser Sicht sprechen. Und aus dieser Sicht haben wir dort auch vor Ort ganz viele Interviews geführt mit Frauen, die an dem gesellschaftlichen Aufbau dort vor Ort daran beteiligt sind. Und genau, die Inhalte, die wir hier vermitteln, sind hauptsächlich in den Interviews dort entstanden, die auch bald noch veröffentlicht werden. Es sind auch ein paar Folien auf Englisch dabei, die uns von der Mesopotamia Co-op geschickt wurde. Genau, die sehr viel dazu arbeiten. Wir haben eine kleine Delegationsrundreise gemacht, als wir da waren in den letzten Monaten. Da waren die Städte, die ihr in der Mitte seht, Kobane, Mimbij und Raqqa vor allem dabei. Wir waren aber auch viel im Osten, also da, wo ihr die Städte Kamischlo, Al-Hasakeh und so weiter seht. Und im Osten generell sind die neu befreiten Gebiete, also Mimbij und Raqqa gehören zu den neu befreiten Gebieten. Das war auch so das Thema oder die politische Lage eigentlich vor allem, die zu der Zeit, als wir da waren, ja, vorherrschend war. Einerseits war noch die letzte Front gegen Daesh in Deir ez-Zor. Die wurde am 21. März, konnte Daesh da besiegt werden. Und ansonsten war die Zeit sehr geprägt von den Kriegsdrohungen durch die Türkei, die Angriffsdrohungen im Dezember letzten Jahres und durch den Hungerstreik von Leyla Güven und viele und 7000 Gefangene in den ganzen Gefängnissen in der Türkei, als auch Solidaritätshungerstreiks vor Ort in Rojava. Bei dem Hungerstreik ging es um die Beendigung der Isolation von Abdullah Öcalan, der als genau ideologischer Wegbereiter der Revolution dort vor Ort gilt. Genau, wir würden heute, vielleicht noch ein paar Worte dazu, warum wir überhaupt hingefahren sind. Es ging eigentlich vor allem um den Austausch, wie die Gesellschaft vor Ort organisiert werden kann, warum ist es eine Frauenrevolution, also auch viele Sachen von feministischer Organisierung, die uns hier irgendwie betreffen, interessieren, und uns ist aber auch klar, dass es eine ganz andere Ausgangslage vor Ort ist. Aber es war trotzdem das Interesse da, das mal vor Ort zu sehen, zu gucken, die Solidaritätsarbeit, die man hier macht, wie kann man die verändern, wie kommt die dort an, einfach nochmal Input zu bekommen, weil man von vor Ort eigentlich, also es ist ein ganz anderer Blick, den man hat, wenn man vor Ort war, und auch nochmal eine konkretere Informationslage bekommt. Und wir würden heute einmal kurz anfangen mit dem Überblick über die Region Rojava und die Organisierung dort vor Ort, dann nochmal, warum es eine Frauenrevolution ist, die Theorien und Ideologie der Ökonomie und dann der Input zu Wirtschaft vor und nach der Revolution und halt vor allem die Frauenwirtschaft. Links seht ihr die Folie im Jahr 2012. Da gab es drei Kantone, einmal Afrin ganz links, in der Mitte Kobane und rechts Tschisiri. Die Folie rechts ist von 2017 und das sind die neu dazugekommenen Gebiete, die einfach befreit wurden von Daesh. Also es ist wesentlich größer geworden und es hat sich auch unter anderem dadurch der Name verändert. Es ist die Demokratische Föderation Nordostsyrien und nicht nur Rojava, was auf Kurdisch der Westen heißt, also die westliche Siedlungsregion der KurdInnen. Und in dem Gebiet leben aber auch unterschiedlichste Bevölkerungsgruppen, also es sind nicht nur KurdInnen, und ca. so 5 Millionen Menschen. Genau, und im Zuge der Aufstände in Syrien kam es 2012 zum weitestgehenden Rückzug der syrischen Armee und auch von staatlichen Institutionen aus dem Norden. Das Machtvakuum wurde halt genutzt, um Selbstverwaltungsstrukturen aufzubauen.
Und im Januar 2014 wurde vom Übergangsrat zur Bildung der Selbstverwaltung in Rojava dann die drei Gebiete Afrin, Kobane und Schisiri, also links diese blauen, zu Kantonen erklärt und die demokratische Autonomie ausgerufen, die halt auf Basisdemokratie und auf Ökologie und Frauenbefreiung beruht. Dann wurde auch ein neuer Gesellschaftsvertrag ausgearbeitet von unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen und Vertreterinnen, also der unterschiedlichsten Gruppen. Und darin sind so demokratische und pluralistische Grundsätze festgelegt, wie die Gleichberechtigung aller Religionen und Bevölkerungsgruppen, auch Stärkung von Kinder- und Frauenrechten, Rede-, Presse- und Meinungsfreiheit und eine dezentralisierte und konföderale Organisation in Form von Räten und Kommunen. Unter anderem auch, also zum Thema Wirtschaft, ist da auch festgelegt, dass halt alle Bodenschätze und natürliche Ressourcen dieser Region der Gesellschaft gehören. Das steht auch in dem Gesellschaftsvertrag. Das ist hier so das Deckblatt davon. Genau, im März 2016 rief dann eine Versammlung von verschiedenen Gruppen, also kurdischen, assyrischen, arabischen und turkmenischen Delegierten, die Autonome Föderation Nordsyrien aus. Und das hatte ich ja schon erzählt, da kamen dann im Laufe der Jahre jetzt die neuen Gebiete dazu. Und das politische Leitkonzept der demokratischen Selbstverwaltung orientiert sich an Abdullah Öcalans Vorstellungen von dem demokratischen Konföderalismus. Also es ist sozusagen ein Modell einer demokratischen, ökologischen und geschlechterbefreiten Gesellschaft, wo halt, es wird kein eigener Staat angestrebt, sondern, und auch keine Konföderation von Teilstaaten, sondern der Aufbau von, ja, von Selbstverwaltung aufgrund von lokaler Basisorganisierung. Weil der Hintergrund ist, dass halt davon ausgegangen wird, dass jede Gemeinschaft oder jede religiöse Gruppe, jeder Berufsverband sich autonom organisieren kann und sich als politische Einheit ausdrücken kann. Und diese Einheit hat sozusagen das Recht, sich von der untersten Ebene angefangen, sich zu organisieren. Genau, also die Grundannahme ist halt, dass aus jedem gesellschaftlichen oder aus jedem sozialen Problem eine organisierte Antwort erfolgen kann, sollte, um das zu lösen. Und das funktioniert halt erstmal angefangen mit den Kommunen. Und die Kommunen sind halt das politische Zentrum, die wichtigste Basis ganz unten. So eine Kommune kann halt ein Dorf sein oder ein Teil von einem Stadtviertel. Das sind meistens so 40 bis 100 Haushalte. Und in jeder Kommune gibt es verschiedene Kommissionen, die halt in den verschiedenen Aufgabenbereichen arbeiten, wie Bildung, Gesundheit, Selbstverteidigung, Finanzen, Energie und so weiter. Und die machen halt hauptsächlich die alltägliche Verwaltungsarbeit oder auch die Versorgung der Kommunen. Aber nicht nur, sondern die Kommunen sind auch Orte von so sozialen Konfliktlösungen. Also wo halt auch von Haus zu Haus gegangen wird und geguckt wird, was gerade los ist oder was gebraucht wird, wie auch immer. Die zweite Ebene sind dann Delegierte von ca. 7 bis 30 Kommunen, bilden dann einen Dorfrat oder einen Stadtteilrat. Und der ist wiederum gegliedert in so verschiedene Kommissionen. Das sind dann dieselben Kommissionen wie in der Kommune, wo auch wieder Delegierte drin sitzen. Und die dritte Ebene aus den verschiedenen Stadtteilräten, die wählen dann einen Stadtrat, der ist auch wieder in den Kommissionen gegliedert. Die vierte Ebene wäre dann die Kantonsebene, wo sich verschiedene Städte zusammenschließen in einem Kanton. Die fünfte dann die Regionalebene, das ist sowas Ähnliches wie so ein Landkreis, wo halt mehrere Kantone auch zusammengeschlossen sind. Und neben dieser Landkreisebene, also das sind drei Regionen, aber dazu gekommen sind halt die Zivilräte von den neuen Gebieten wie Raqqa, Tabqa, Minbij und Deresor. Da haben wir auch noch ein Foto, weil die haben wir besucht in Ain Issa. Das ist der Rat der demokratischen Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien. Die machen halt hauptsächlich viel Diplomatie. Und sind halt zuständig für, ja, oder suchen diplomatische Lösungen für ein Gesamtsyrien. Alle Ebenen, von denen ich gerade gesprochen habe, funktionieren nach einem Prinzip des Co-Vorsitzes. Also es gibt immer eine Frau, einen Mann im Co-Vorsitz, wie auf dem Foto zu sehen. Und außerdem gibt es auch parallel eine autonome Frauenorganisation. Dieser Dachverband heißt Congreas Da. Das sind alle Frauen, die halt Teil von den Verwaltungsstrukturen sind, auch automatisch Mitglied bei Congreas Da als eine autonome Frauenorganisation.
Ja, ich würde ein paar Worte dazu sagen, warum das eine Frauenrevolution ist. Also die Ideologie stützt sozusagen darauf, dass der Hauptwiderspruch oder der größte Unterdrückungsmechanismus das Patriarchat ist und dass auf diesem Verständnis alle weiteren Unterdrückungsmechanismen fußen. Ohne dass die Frau frei ist, kann sozusagen keine freie Gesellschaft geben. Und das drückt sich dann darin aus, dass eben die Frauen in der Revolution einer der treibenden Faktoren sind. Das war einmal, was eben gerade schon gesagt wurde, einmal durch den Co-Vorsitz, aber auch durch die autonome Organisierung, die in allen Bereichen stattfindet. Also viele von euch kennen wahrscheinlich die Bilder von den JEPESCE, also den Frauenverteidigungseinheiten. Das ist aber nicht nur im militärischen Bereich so, sondern eben in allen gesellschaftlichen Bereichen auch, dass sich die Frauen nochmal autonom organisieren. Und wenn sie eben in gemischten Strukturen sind, was sie auch immer sind, dann aber im Co-Vorsitz. Und die Revolution hat eben sehr viel Raum für Frauen gegeben. Also die Gesellschaft da war vorher sehr oder ist sehr feudal geprägt mit sehr starken Stammesstrukturen. Und das Patriarchat wirkt da sozusagen nicht nur, oder es geht nicht nur darum, Bekämpfung in dem privaten Leben, sondern eben auch gerade im öffentlichen Raum. Und viele meinten, das war eigentlich mit der Revolution die erste Möglichkeit, überhaupt als Frauen Betriebe zu führen, und zwar also halt nicht nur in Familienbetrieben mitzuwirken oder als Lehrerin irgendwie zu arbeiten, sondern eben an der Politik beteiligt zu sein, sich mit den Inhalten dort auseinanderzusetzen und generell präsent, also gerade nach der Besatzung durch Daesh auch wieder präsent zu sein und eigene Interessen äußern zu können und dem nachgehen zu können. Wir haben ein Interview geführt mit der Vorsitzenden von der Destea Aboriajin, das ist die Frauenwirtschaftskommission für ganz Nord- und Ostsyrien. Und die hat vor allem gesagt, dass es um eine Bewusstseinsveränderung geht. Also sie machen ganz viele Bildungseinheiten in den verschiedenen Kommunen, warum sozusagen eine kommunale Wirtschaft angestrebt werden soll, dass auch das mit patriarchaler Ausbeutung, also dem entgegenzuwirken, aber auch nochmal ein anderes Wirtschaften und kommunales Zusammenleben irgendwie wieder anzusprechen und zu verbreiten. Genau, und die Revolution betrifft sozusagen nicht nur die Frauen, auch die patriarchalen Strukturen betreffen nicht nur die Männer, sondern es ist sozusagen, alle sind davon betroffen, die ganze Gesellschaft, und alle sollen sozusagen diese Machtmechanismen hinterfragen auf vielen Ebenen. Und ein Teil davon ist eben auch, dass Frauenkooperativen, worüber wir halt heute viel reden, gegründet wurden. Und auch wenn die Kriegssituation sehr viele Herausforderungen mit sich bringt, also es erstmal darum geht, überhaupt eine Infrastruktur wieder aufzubauen, ja weiterhin Krieg geführt wird oder die Schäden vom Krieg zu beseitigen, bietet es eben auch eigentlich eine große Chance, neue Dinge aufzubauen und zu etablieren. Und wir haben jetzt als nächstes einen kleinen Film, so 5-Minuten-Clip mit dem Thema Was ist Freiheit? Das sind englische Untertitel, also ist auf Kurmanji mit englischen Untertiteln. Der ist auch entstanden aus den Interviews, die wir geführt haben, das sind so Videoschnipsel. Genau. Azadi chie? Azadi. Women is freedom is mean. Women is trying to get in their right. Yani kurt bersevdim. Yani azadi gorme khabune. Avakirna khabune khaye. Ejberku bingeha azadi gor nirname yani insan chavate bindeskirin khabuna insan jdesti insan digirin ev insan koledbe. جبروی که آزادی جی آواکرنه یعنی جی به دست گرفتن خوابونه یعنی خوابون آزادی مثلا هر کس خو آزاد بکرد نه بده کوری ظالم نه بده کوری بابا نه بده کوری برا هر کس آزادی خو خو پیش بخنی خو پرورده بکرد جن جن آزاد ببه و جواک آمه جی آزاد ببه جبر آزادی ها جنی جواک افگیری دای اما جن آزاد ببه و جواک آمه جی آزاد ببه و اثر کردنی جوت ما خوازم. دلبر خواب دیتی خوا آزاد بکه. هم ذهنیت، هم امبیژن دمیل ذهنیتی ده دمیل مالباتی ده. وقتا گانا مالباتک هب امبیژن شدت تربین سر جنی یان جی جنی تنبکه. آوجن دلبر خواند خواند پارزه
نکار آزاد جی ببی بکابه اراده خواه تمثیل بکی بکابه تمثیل شخص خواده تمثیل جنه جهانه او جنه کرد عرب آسور سوریان همیان خواده تمثیل بکی آزادی اوکو تو پرستنا روا سر همو جنان پرستن همو جنام کی بو ما آزادی آزاد کرنا همو جنایه آزادی او آزادیا فکره آزادیا انسان انی آزاد به بس آزادی نب بچکه نب اخلاقی نب تشته نباشه آزادی به فکری مرایگه مرا فکری خو آزاد بکه الحرية شيء مقدس شيء عظيم لما الإنسان يكون حر مثلا كلغته يعني يحكي بلغته لما يكون بزيه بعاداته حر حر من رأيه ما في شيء مفروض عليه فرض بشي سلطة بشي قوة لا الحرية تكون حرية الرأي حرية الكيان يعني لما أوجه رأيي يكون رأيي مني أنا حرة فيه مو حدا يفرض علي فرض مو حدا يقول لي مثلا البسي هيك طلعي هيك احكي هيك قومي بركي لا الحرية حرية الرأي كيان إثبات وجود يا وجود يا عدم الوجود الحرية شيء مقدس شيء حلو شيء حلو لما الإنسان يكون حاله حر شايف حاله حر هو حر برأيه بطلاقته بحركاته بأي شيء يخصه شخص يعني كيان حي إنسان إنسان يعبر عن كل شيء بداخله مو عبد جهاز تحكمه بيد حدا ثاني أزادي أزادي أجني دس بيكي أزادي أجني ويجنش خو دس بيكي خو أزاد بكي فكري خو أزاد بكي بشري دكاري أزاد بونات خو چاندي دكاري بدي جواكا خو جواكا خو أزاد بكي خو ديل بيش ورشي در كبين خو ديل چاندا خو در كبين خو ديل ما في خو در كبين يعني هر تشتي أزاد بكي يعني بيق رجيش مش ناف خو إيدي راشي يعني أز كزاروك و كزجنك يعني أز از خودی بینم از آزادم و از جی گلکیج آزادی هست کم و از خازم یعنی هر جنک لکه داری مثلا جن او بو او جنا آزاد به جن خو آزاد بکه آزادی اواکرین جیانا کومینال و تکوشینا هف پاره آزادی دارو سند هوا رانا هوا العید هوا الحمودی هوا البلیستان هوا Genau, viele Aufnahmen davon waren in dem Frauendorf Genoa, da kommen wir auch später noch zu. Ich würde noch mal kurz was zur Theorie sagen oder so zu dem Ansatz von der Ökonomie oder von dem solidarischen Wirtschaften. Und zwar ist auch das Wirtschaftsmodell ja auch nach den Prinzipien des demokratischen Konföderalismus orientiert. Also es wird nicht ein zentralisierter Staat oder eine Staats- oder eine Marktwirtschaft angestrebt, sondern der Aufbau einer dezentralisierten, bedürfnisorientierten Wirtschaft und wo die Kooperativen als ein kommunales Wirtschaftsmodell eine große Rolle spielen sollen.
Und der Fokus der Wirtschaftspolitik liegt auf einer Ausweitung gemeinwirtschaftlicher und genossenschaftlicher Wirtschaftsaktivität. Und es wurden auch mehrere hundert Genossenschaften und Kooperativen gegründet seit 2012. Genau, und allgemein ist halt der Fokus liegt halt auf einer Kommunalisierung von Boden, von Wasser und Strom in den Händen der Gesellschaft. Und dabei sind wieder die Kommunen sehr zentral oder haben halt die Entscheidungsmacht, indem sie halt die Wirtschaftsorganisierung in ihren eigenen Regionen bestimmen, in Form auch von Räten und Kommissionen. Und alle Ressourcen und die damit zusammenhängenden Betriebe werden halt von den Kommunen verwaltet oder durch die Kommunen. Dass unter dem syrischen Regime das Land, das verstaatlichte Land, zurückgegeben wurde. Das, was halt vorher Staat war, an Kooperativen gegeben wurde, das ist nicht viel, das sind 5% insgesamt. Aber dieses Land befindet sich halt in so einem Rekommunalisierungsprozess. Und dabei sollen halt besonders Frauen auch unterstützt werden, ökonomisch unabhängig zu werden und ermutigt werden, Kooperativen zu gründen. So ein bisschen noch zur Theorie, also es gab halt viel Kritik an Realsozialismus oder an realsozialistischen Modellen wie der DDR und Kuba und auch an kommunistischen Strukturen. Und es wurden auch viele Prozesse analysiert, wie das gemacht wurde, zum Beispiel 1936 in Spanien mit der Wirtschaft oder auch mit der Landlosenbewegung MST in Brasilien oder den Zapatistas. Und genau, und da wurde halt so ein bisschen so der theoretische Rahmen gebaut, aber uns wurde auch immer gesagt bei unseren Interviews, dass es halt auch am Anfang einfach total unklar war, wohin so die Reise ging und dass halt so ein bisschen das darauf ankam, einfach so auszuprobieren. Einfach ausprobieren und dann wurde viel reflektiert und verändert. Genau, und dass es halt so ein Prozess ist. Es wurde besonders auch erwähnt, dass es halt sehr wichtig war, diese ganzen Diskussionen zu führen, auch in den unterschiedlichen Reden, also auf allen möglichen Ebenen. Und weil halt dadurch auch wieder mehr Leute so beteiligt waren oder auch so dieses Aufbrechen von dieser Mentalität erwirkt werden sollte. Ich würde ein bisschen was zu der Zeit vor der Revolution sagen. Nochmal so ein klassisches Bild. Es ist sehr flach dort und sehr trocken. Und früher, also noch so nach dem Ersten Weltkrieg wurden vor allem die Kantone Jizire und Kobani, also genau, in Afrin sieht man, da sind ein paar Berge, aber sozusagen die anderen sind sehr, sehr flach. Und in Kobani und Jizire, dort hat sich Landwirtschaft verbreitet. Davor waren vor allem Nomaden, also Nomadentum sehr geprägt dort oben und es gab vor allem Viehzucht. Und das hat sich dann geändert, als sich kurdische und assyrische Flüchtlinge dort niedergelassen haben. Und dann angefangen haben, eben sesshaft zu werden und die Landwirtschaft irgendwie zu verbreiten, also dass sich die Landwirtschaft da etabliert hat. Zu dem historischen Ablauf so ein bisschen hat sich auch dort in den 50er Jahren ungefähr Kapitalismus ausgebreitet. In den 70er Jahren kam vor allem eine Industrialisierung, die in dem Norden vor allem zu Monoanbau und Abholzung geführt hat. Und eben, dass sehr viele, vor allem Kurden vertrieben wurden, also auch durch diesen arabischen Gürtel, der dort, arabische Bevölkerung wurde sozusagen in die kurdischen Gebiete umgesiedelt, dankeschön. Genau, das führte vor allem zu viel Arbeitsmigration in die Großstädte nach Südsyrien. Und in den 70er Jahren gab es eine Landreform, wo Land an die ärmere Bevölkerung vergeben wurde und damit gab es dann auch sehr wenig oder viel weniger Großgrundbesitzer. In Jizire sind es wohl ungefähr noch so 25 bis 30 Großgrundbesitzer und die haben dann nach dieser Landreform ungefähr 10% des Landes wieder aufgekauft. Und generell gibt es aber eher viele kleine Landwirte und sehr viele Familienbetriebe. Unter dem Baath-Regime gab es dann eine starke zentralisierte Wirtschaft, eben auch vom Einfluss der Sowjetunion. Und trotz dieses Einflusses, weshalb es auch so 5- und 10-Jahrespläne gab, gab es sehr viel Privatwirtschaft. Und die hat sich dann in den nächsten Jahren nochmal mehr ausgebreitet. Also in den 90er Jahren hat der Neoliberalismus sehr zugenommen. Und das wurde vor allem unter Bashar al-Assad dann nochmal mehr ausgebreitet in den 2000er Jahren. Genau, was die Folge dafür ist, ist eben
einerseits diese Arbeitsmigration als auch ein genereller Rückgang kommunaler Wirtschaftsweisen. Unter diesem Zentralismus der, oder Zentralisierung der Wirtschaft war es auch so, dass in bestimmten Regionen in Syrien nur bestimmte Sachen angebaut wurden. Und das war in Jizil vor allem Weizen und Baumwolle. In Afrin waren es Oliven und in Kobane Weizen und auch teilweise Oliven. Aber eigentlich gab es sozusagen nur diese drei Bereiche oder nur diese drei Produkte, die dort im Norden angebaut wurden. Und der Staat hat, also der syrische Staat hat eine starke Abhängigkeit von der südlichen Region etabliert, indem die eben keine Weiterverarbeitungs-, also sozusagen keine Raffinerien, keine Weizen und so weiter in den Norden angebaut haben. Das heißt, die ganzen Produkte, die in Nordsyrien produziert wurden, mussten woanders weiterverarbeitet werden. Und das hat halt auch noch bis heute sehr starke Auswirkungen, weil die eben ihre eigenen Produkte nie wirklich herstellen konnten, sondern immer eine Abhängigkeit nach Südsyrien aufgebaut wurde. Genau, der Staat hat auch Abnahme durch billiges Saatgut garantiert. Genau, und deswegen wurden eben nur bestimmte Sachen dort angebaut und sowas wie Gemüse, Kichererbsen und all das gar nicht mehr und auch eben keine Viehzucht mehr oder sehr, sehr wenig. Genau nach dieser Landreform gab es dann letztendlich 6 verschiedene Formen von Besitz allein der Landwirtschaft. Die ganzen Wälder, die es gab, wurden abgeholzt. Es gab noch so eine kleine Aufforstung in den 90er Jahren, aber vor allem mit Nadelhölzern, Nadelwald und auch sehr minimiert, also sehr kleiner Bereich. Genau, ich würde noch ein paar Worte zu der Wasserpolitik der Türkei sagen. Da sieht man einmal jetzt schon, ich glaube, das Bild ist 2014 entstanden, ein Fluss bei Serikanir, der vorher mal Wasser hatte, genau, der jetzt komplett ausgetrocknet ist. Das gleiche gilt für einige Staudämme, die in, der ist jetzt in Haseke, also das ist nochmal im Süden. Und eben, was auch sehr oft vorkommt, sind Bewässerungsanlagen, die einfach gar nicht mehr betrieben werden. Und auch, dass wegen der großen Dürre, die es gibt, oder wegen also zunehmender Dürre, dass auch Weizen nicht mehr angebaut wird, sondern Gerste, weil es eben weniger Wasser braucht. Hier ist nochmal eine kleine Karte zu der Entwicklung. 2007 hat vor allem so eine Dürrekrise angefangen oder eine sehr starke Dürreperiode. Das alles auch unabhängig sozusagen von der Türkei, aber vor allem auch durch die Türkei, weil alle Flüsse eben von der Türkei nach Syrien fließen, hat die Türkei einen großen Einfluss darauf, das Wasser komplett zu kontrollieren in Syrien. Das sind alles, genau diese roten Dreiecke sind bestehende Dämme und die grünen sind die geplanten. Genau, unter anderem auch diese, was vorhin gesagt wurde, von Hassan Cave, was komplett überflutet werden soll durch die neuen Projekte. Wasser ist halt total notwendig für die Region, es ist total trocken. Man braucht es nicht nur für die Bewässerung, sondern gerade in Kobane und Minbij auch für Trinkwasser, was dort aus dem Staudamm kommt. Und die Türkei stellt halt regelmäßig das Wasser ab, gerade so im Frühjahr und Sommer lässt sehr wenig durch, weil man es dann natürlich braucht. Wir waren auf unserer Rundreise in Tapka, das ist am Ende des Staudamms. Also die beiden unteren, da sind nochmal 2 kleine Dreiecke unter dem Wort Syrien. Da wird am Tapka-Staudamm der Assad-Stausee, wird der Euphrat gestaut. Vielleicht habt ihr von dem gehört, weil da Daesh das die ganze Zeit besetzt hat. Das ist der größte Staudamm Syriens. Und als wir da waren, haben nur 3 von den 6 Turbinen funktioniert. Und die Stromproduktion reicht auch nur für Tapka, für die Stadt selber und so ein bisschen für das Umland. Eigentlich ist eben der politische Ansatz, Strom vor allem lokal zu produzieren. Das wird aber eben durch diese Politik sehr stark verhindert und sehr eingeschränkt und vor allem eben auch durch das Embargo, das es gibt. Ihr seht da, das ist ein Bild der Mauer, die gebaut wurde, Richtung Türkei. Bei dem Interview meinte die Sprecherin der Wirtschaftskommission Nordostsyriens ganz am Anfang, eigentlich als Einleitung, was halt immer zusammengedacht werden muss und zusammengehört, sind die Wirtschaftspolitik und Krieg. Und das ist halt eine sehr starke Abhängigkeit oder sehr großer Unterschied zwischen den Ideen, die hinter der Wirtschaft stehen, die eigentlich aufgebaut werden sollen, die kommunale Wirtschaft, und dem, was tatsächlich umgesetzt werden kann. Ich würde noch was erzählen zur Situation um 2012 herum. Genau, als dann klar war, dass das Regime sich zurückziehen wird, hat vor allem Teftem, also die Bewegung für eine demokratische Gesellschaft, das ist so ein Dachverband, da sitzen
alle möglichen, also da sitzen Parteien drin, Kongress da, die Räte und alle Strukturen halt im Sinne dieses demokratischen Konföderalismus. Die haben halt vorher sich überlegt, okay, wir müssen ja irgendwie garantieren, dass die Grundversorgung nicht zusammenbricht. Das wurde dann halt so gemacht, dass die bestehenden Verwaltungen nicht aufgelöst wurden, sondern Schritt für Schritt halt durch ein Rätesystem ersetzt wurde und die Versorgung, also vor allem von Diesel, Gas und Brennstoffen und so, anhand von den Kommunen, also von so einem Verteilungssystem gewährleistet wurde, schon von Anfang an. Und da haben vor allem die Wirtschaftskommissionen, die da neu gegründet wurden, eine besondere Rolle gespielt. Und als auch Stück für Stück die Städte, von denen wir vorhin erzählt haben, befreit wurden von Daesh, war es erstmal wichtig, auch so eine Preiskontrolle festzulegen, um halt so Monopolbildungen zu verhindern oder so Preisexplosionen von Händlern zu vermeiden. Und diese Wirtschaftskommissionen haben öffentliche Betriebe übernommen und auch den Erdölsektor. Also es wird sehr viel Erdöl gefördert im Norden. Zum Beispiel, es gibt da ja auch, weil es ja so eine Kornkammer war oder halt sehr viel Weizen angebaut wurde, sehr, sehr viele so ganz große Getreideaufbewahrungssilos. Die wurden auch vergesellschaftet. Wir haben hier noch ein paar Fotos. Das ist allerdings von so zerstörter Infrastruktur. Nachdem auch das Regime, aber auch Daesh weg war, haben sie halt bewusst auch wirtschaftliche Infrastrukturen zerstört. Das ist so eine alte Hühnerfarm, die zerstört wurde. Und das Problem war auch, dass viele Fachkräfte auch weggegangen sind, also nach Damaskus oder Aleppo, und halt ganz viel von so technischem Wissen, Fachwissen halt nicht da ist. Und das wird jetzt alles Stück für Stück wieder so selbst sich angeeignet oder es wird auch geforscht, also es werden Daten erhoben oder irgendwie analysiert und Umfragen gemacht und halt sich dieses Wissen wieder so zurückzuholen. Und das wird Stück für Stück wieder aufgebaut. Noch kurz was zur Landfrage, weil da immer auch sehr viele Fragen kommen. Es gab in Rojava selber auch Großgrundbesitz, aber nicht so viel. Nur so 16-20% von dem Land war in den Händen von Großgrundbesitzern und die wurden nicht enteignet. Also der Großgrundbesitz, der existiert immer noch und die Bewegung setzt eher auf Bildungsprogramme oder halt auch so eine langsame Veränderung. Nach 2012, die Reaktion auf die Revolution war erstmal ein Wirtschaftsembargo von allen Seiten, also vom Irak und auch von der Türkei. Und die Grenzübergänge wurden geschlossen und es ist aber eher, man kann eher von einem kontrollierten Embargo sprechen. Also es gibt schon auch Händler, die zum Beispiel politisch Barzani, also der Partei im Irak, im Norden Irak nahestehen, die halt auf jeden Fall Produkte, also die an Produkte kommen und sie auch vertreiben können in Rojava. Und da gab es auch Probleme, dass sie halt zum Teil bei Engpässen von bestimmten Lebensmitteln halt die Preise sehr hoch angesetzt haben und Leute sich das nicht mehr leisten können. Dagegen wurde angegangen, zum einen gab es so eine Art Antimonopolgesetz, was auch in dem Gesellschaftsvertrag schon festgehalten wurde, was halt von den Kommunen kontrolliert wird. Also die Kommunen kontrollieren dann auf den Märkten, dass halt die Preise stabil sind oder gleich bleiben, um halt solche Monopolbildungen zu vermeiden. Außerdem wurde auch eine sehr riesengroße, also es ist eigentlich keine Kooperative, sondern eher eine Gesellschaft gegründet. Da haben sehr viele Leute, ich glaube es waren 10.000 Menschen oder so, um die $100 eingezahlt, also um erstmal eine große Summe in der Hand zu haben. Und diese Gesellschaft hat Supermärkte gegründet und Lager gebaut, um Produkte auch in größeren Mengen einzukaufen und lagern zu können, um halt solche Engpässe dem zu begegnen, dass die nicht teurer werden, die Produkte. Und das hat ein bisschen auch gegen diese Großprivathändler geholfen. Es wurden in jedem Kanton ja Wirtschaftsräte gegründet. Die waren, die hatten 5 Bereiche. Also da gab es einmal Industrie, dann Handel, Landwirtschaft, dann die Kooperativen und dann nochmal den besonderen Bereich von Frauenökonomie oder Ökonomie der Frauen. Aus diesen ganzen Räten kommen Delegierte zusammen und treffen halt grundlegende Entscheidungen über die Wirtschaft in ihrem Gebiet. Das hatte ich ja vorhin schon kurz erzählt. Da hat jede Person ein Stimmrecht und da sitzen auch Leute von den Verwaltungen drin, aber nicht nur. Also das sind halt vor allem Leute halt aus den Kommunen.
die wiederum, die können auch Gesetzentwicklungen schreiben oder beziehungsweise Gesetze schreiben, die sie vorlegen können. Jetzt allgemein nochmal was zur Wirtschaftsform, was da so vorherrscht. Das sind so drei Bereiche oder drei Formen. Das wären einmal so öffentliche Betriebe, wo es halt im Prinzip einen Arbeitgeber gibt und Menschen, die da angestellt sind und da arbeiten. Dann, und das wird halt geregelt über diese Wirtschaftskommission auf Kantons- und Bezirksebene. Die bekommen halt ihren ganz normalen Lohn. Dann gibt es halt, genau, kapitalistische Strukturen, also vor allem viel Kleingewerbe. Also es gibt sehr, sehr viel kleine Händler, überall gibt es kleine Läden. Und der dritte Bereich halt die solidarische Wirtschaft in Form von Kooperativen. Das ist der schwächste Bereich bisher, also wenn man sich so die Prozentzahlen anschaut. Und die Gründung von den Kooperativen, die lief halt so ab 2016, kann man sagen. Das lief dann so, dass halt dieses Land, diese 5% von dem Land, was ja vorher staatlich war und jetzt vergesellschaftet wurde sozusagen, dass die beteiligten Dörfer oder die Kommunen, die in der Region leben, zusammenkamen und halt überlegt haben, okay, was brauchen wir hier? Brauchen wir, was weiß ich, Viehwirtschaft oder Getreide oder wie auch immer? Und haben sich halt einen Plan gemacht, was gegründet werden soll. Und dann die entsprechenden Komitees, die regionalen Wirtschaftskomitees, haben das unterstützt mit technischem Know-how, aber auch mit Krediten. Also es gab sozusagen eine finanzielle Unterstützung. So lange, bis halt sich die Kooperative selber tragen kann und sie selbst produziert. Das Foto, das ist von einer Vertreterin von so einer Wirtschaftskommission der Frauen, die halt gezielt Frauenkooperativen stützen oder halt Geld geben, aber auch Netzwerken und beraten und einfach Frauen ermutigen, Kooperativen zu gründen. Auf diesem 5% Land, was ich vorhin gesagt habe, das gibt es aber, also es gibt gemischte und Frauenkooperativen und das Land wird meist so für 3 Jahre vergeben. Und die Zahl der Kooperativen nahm zu ab 2016. Es waren, ich glaube, 2017 um die 190 und die haben sich auch nochmal so organisiert, also es gibt auf der Bezirksebene auch nochmal einen Zusammenschluss, das nennt sich das Haus der Kooperativen und auf der Kantonsebene gibt es nochmal so eine Art Dachverband, die Union, also so die, ja, ist jetzt nicht keine Gewerkschaft in dem Sinne, aber halt so ein Dachverband der Kooperativen, die halt vor allem auch viel Umfrage betreiben, analysieren, beraten, unterstützen und so weiter. Dann gab es aber ein Problem, es gab halt am Anfang sehr viele Kooperativen, die sich gegründet hatten und die auch sehr unterschiedliche Ansätze und Praktiken hatten, die jetzt nicht unbedingt solidarisch waren oder so ein solidarisches Wirtschaften im Fokus hatte. Daraufhin wurde halt überlegt, okay, wir werden so eine Art Kooperationsrahmenvertrag schreiben mit so einem verbindlichen Richtlinien oder ein Rahmenprogramm, was so die Bedingungen sein müssten für Kooperativen. Der wurde im Herbst 2016 verabschiedet und der formuliert halt so gemeinschaftliche Ziele, aber auch so eine soziale Agenda. Zum einen steht da drin, dass halt die Kooperative immer an die Kommunen oder an die lokalen Räte angeknüpft werden muss oder um halt, dass es halt nicht sich verselbstständigt und so ein Großbetrieb werden kann, der halt für sich selbst wirtschaftet. Dann ökologisch zu produzieren ist auch ein Richtwert. Dann diese Parität, also Frau-Mann in der Doppelspitze, dieses Hefserock-Prinzip, was ich ja vorhin schon erzählt habe, das ist auch ein Rahmen, eine Richtlinie. Und dann die Entscheidung sollen möglichst im Konsens entschieden werden. Und genau, und das gibt noch mehr Punkte darin, aber das sind halt alles so Punkte, dass gewährleistet werden soll, dass halt die Kooperative möglichst solidarisch agieren und wirtschaften soll. In diesem Vertrag ist auch festgeschrieben, wovon ich vorhin erzählt habe, von diesen verschiedenen Organisierungen der Kooperativen, also von dem Haus und dem Dachverband, dass verschiedene Prozentzahl von den Einnahmen der Kooperativen dann in diese Strukturen gehen und wie viel Prozent dann wieder in die Kooperative reinvestiert werden soll, also 25, also es ist alles mit Zahlen festgelegt. Generell kann man sagen, dass sie auf
dem Land die Kooperativen sehr schnell gewachsen sind durch halt das, den Bedarf nach Landwirtschaft, also sehr viele landwirtschaftliche Kooperativen. Aber auch in den Städten gibt es Kooperativen in den Bereichen Textilproduktion, Handels- und Handwerkskooperativen, Textilkooperativen, Kosmetik, Tischlereien, Bäckereien, also alles Mögliche haben wir da gesehen oder auch eine Keksfabrik. Es soll auf jeden Fall auch in der nächsten Zeit darauf hingearbeitet werden, dass vor allem auch Kooperativen in anderen Bereichen gegründet werden, wie in den Bereichen der Gesundheit und der Bildung, aber auch in der Energiepolitik. Das ist hier so eine Erdölförderanlage. Es wird sehr viel Erdöl gefördert. Es gab 2013 so eine Dieselkrise. Also Diesel ist sehr wichtig, weil Diesel wird halt benutzt für alles. Es wird zum Heizen, also es gibt so Dieselöfen. Im Winter wird mit Diesel geheizt. Die Autos oder die landwirtschaftlichen Maschinen fahren mit Diesel. Die Stromversorgung läuft sehr hauptsächlich über Diesel. Es gibt überall Generatoren auf der Straße. Also genau, also Diesel ist sehr wichtig. Und ab 2013 gibt es auch die Möglichkeit, selber Rohöl zu raffinerieren, aber in einem kleinen Maß. Die Dieselverteilung läuft auch wieder über die Kommunen. Und die Wirtschaftskommission in den Kommunen, die haben halt Haushaltslisten und verteilen dann den Diesel, und auch Strom wird auch zugeteilt an die jeweiligen Haushalte in ihrer Kommune. Also Strom wird halt hauptsächlich über Wasserkraft produziert, also über die Staudämme. Über die zwei Staudämme, die es gibt, und der eine, dem, wo wir das Foto gesehen haben, ist es halt so, dass der nur 2-3 Stunden zum Beispiel am Tag produziert und der Rest läuft halt über Generatoren. Es ist ein bisschen schwierig, es gibt ja auch, natürlich ist es jetzt ein bisschen im Widerspruch mit dem ökologischen Anspruch der Revolution, aber es gibt Pläne zu alternativen Energiegewinnungsformen, aber auch durch das Embargo ist es sehr, sehr schwierig, einfach an Material zu kommen für Solar- oder Windkraftanlagen. Und es gibt auch Pläne für eine Biogasanlage. Als wir in Kobane waren, haben wir da mit der Energiekommission gesprochen. Also es gibt sehr viele Ideen, aber es steht so am Anfang der Umsetzung. Und vor allem, wie ja auch schon gesagt wurde, sind die Herausforderungen gerade wirklich sehr, sehr stark, einfach also durch die Kriegsdrohung und auch durch die ganze Finanzen, die, also man kann so sagen, so dass einfach von den Einnahmen, die die Selbstverwaltung hat, 70% gerade in Krieg gehen und in Verteidigung, und halt da ist halt einfach auch nicht so viel da, um für den Gesellschaftsaufbau. Jetzt kann ich noch ein bisschen was zu den Zahlen sagen. Ich hatte ja vorhin gesagt, es waren so 190 Kooperativen ungefähr. Die sind jetzt ein bisschen gefallen, die Zahl, auf so 120, 130. Das liegt aber daran, weil sehr viele Kooperativen rausgefallen sind durch dieses neue Gesetz, was ja verabschiedet wurde, die dann nicht mehr bei den Ansprüchen einer Kooperative genügten. Und das langfristige Ziel ist halt, dass 50% der Wirtschaft halt über Kooperativen abgedeckt werden soll. Vielleicht noch mal ganz kurz so speziell zu Frauenkooperativen. Also die erste wurde 2013 gegründet. Da haben wir hier auch noch ein paar Fotos. Aber das ist die? Nee, das ist eine andere. Egal. Und wurde ab 2015 stärker, halt vor allem auch durch die Bemühungen von den Wirtschaftskommissionen der Frauen, die wirklich sehr stark gezielt Frauen angesprochen haben, sich zu organisieren. Und im Jahr 2017 waren 6.000 Frauen in Frauenkooperativen organisiert und rund 1.000 weitere in gemischten Kooperativen. Und inzwischen ist die Zahl aber stärker geworden. Die Zahlen haben immer so ein bisschen geschwankt, auch je nachdem, wo wir gerade waren, wen wir gesprochen haben. Aber so ungefähr als Richtlinie. Okay, ich würde noch ein paar Beispiele zeigen von Frauenkooperativen. Genau, ihr seht ja da auch nochmal so den, also es wurde jetzt schon öfter erwähnt, aber so den, was eigentlich angedacht wird, ist die Wirtschaft 50-80% in Kooperativen aufzuteilen, und realistisch sind es aber momentan 7%, wovon die Frauenkooperativen 3% einnehmen. Das ist nochmal ein Bild zu dem Co-Vorsitz, dass immer Mann und eine Frau vertreten sein müssen. Genau, wie schon gesagt, an Kooperativen gibt es relativ unterschiedliche Formen. Hier zum Beispiel die Nissin-Kooperative, die im April 2015 von einer Kommune gegründet wurde. Die sind eben immer an die Kommunen angebunden. Es ist wohl eine relativ arme Gegend in Kamischloh, und da wird sozusagen werden so Haushalts,
Mittel verkauft. Die wurden gemeinsam zusammen eingekauft und werden da eben zu günstigen Preisen weiterverkauft. Die konnten durch die Einnahmen, die sie da hatten, mit einer anderen Kommune, mit so einem anderen Stadtteil einen zweiten Laden eröffnen. Die Skilang-Kooperative, die auch Fatima ist das, direkt angesprochen hatten, ob sie nicht bei denen arbeiten möchte. Es sind insgesamt, glaube ich, 40 Familien, die dort einzahlen, um die Kooperative am Laufen zu halten. Ist eine Kleidungskooperative und genau, haben sie dann aber, weil sie eben über ihre Situation Bescheid wussten, gefragt, ob sie dort arbeiten möchte. Ich glaube, mittlerweile arbeiten da auch mehr Leute im Verkauf. Und vielleicht nochmal so kurz zu den Arbeitsweisen der Kooperativen. Was auch in diesen Richtlinien noch so ein bisschen steht, ist, dass es mindestens 7 Leute sein müssen, die eine Kooperative gründen können, dass nicht die gleichen Familienmitglieder in einer Kooperative in den Kommissionen sitzen dürfen, damit sich auch da nicht auf so einer familiären Ebene Monopole ausbilden. Es sind mindestens 3 Leute, es gibt verschiedene Kommissionen. Einmal das Finanzkomitee und der Verwaltungsrat oder die Verwaltung der Kooperativen. Und alle gemeinsam machen alle 6 Monate eine Vollversammlung. Und die Verwaltung guckt dann eben, dieser Verwaltungsrat, was 3 Mitglieder sind, gucken dann eben, dass diese Richtlinien, was entschieden wurde, bei der Vollversammlung, dass die umgesetzt werden. Und genau, bei den Leuten, die in den Kommissionen sind, darf es auch wieder keine persönlichen Entscheidungen geben und jährlich wird das gewechselt. Die Mitgliedschaft basiert ja auf Geld, aber auch auf Arbeit und andere Verantwortungsübernahme bei der Kooperative. Genau. Noch ein weiteres Beispiel ist eine Textilkooperative in Kobane, davon gibt es mehrere, also in Hasseke gibt es auch eine Textilkooperative und teilweise werden die dann auch wieder beliefern, die sozusagen andere Kooperativen, die dann die Kleidung dort wieder verkaufen. Auch da wird versucht, durch die, ja eben das gegen die kapitalistische Wirtschaft und gegen das Embargo anzuwirken, um eben flächendeckend eigene Güter zu produzieren. Das sind nochmal 2 Bilder von einer Frauenkooperative in Hasseke, die 2016 gegründet wurde. Die machen so Salsa und legen Gemüse ein. Es gibt in Hasseke, als wir da waren, gab es 5 Frauenkooperativen. Eine zur Landwirtschaft, eine, die so Milch herstellt. Es gab ein Restaurant und eine Schneiderei, die geplant wurde. Und bei den Bildungen, also bei den, wenn die sozusagen über die Kooperativen die Ausbildung geben, wird auch der Fokus sehr darauf gelegt, eben nachhaltig zu wirtschaften. Also das, was im Sommer zu viel produziert wird, wird dann eingelegt. Also auch den Fokus darauf zu legen. Und was es oft gibt, weil es sehr, sehr viel Brot gegessen wird, sind Bäckereikooperativen. Wir waren in einer Bäckereikooperative in Derik und da war es so, dass sie jeden Donnerstag, ja, es waren 6 Frauen, die dort gearbeitet haben, und jeden Donnerstag wurde sich zusammengesetzt und Technil gemacht, also rekapituliert, was ist letzte Woche gelaufen, was müssen wir in den nächsten Wochen planen, also wieso Plenum und die Strategie festgelegt. Da meinten auch viele, dass das das erste Mal ist, erstmal über dieses ganze Wirtschaften überhaupt zu lernen, dann einen Einblick zu bekommen, wie verläuft die Buchführung, wofür auch die Finanzkommission zuständig ist. Es ist auch in der Nähe von Hasseke, in einer Region, wo es eben keinen Strom gab, haben mehrere Kommunen Geld zusammengeworfen und einen Generator gekauft gebaut und dann eben eine Kooperative, die diesen Generator betreibt, gegründet. Und das ist auch generell das Ziel, dass Frauen eben nicht nur, also um die Kooperativen am Anfang anlaufen zu lassen, was einfacher erstmal so mit Kochen, mit Nähen, mit Sachen, die halt Frauen eh schon viel in den Familien machen müssen, sozusagen damit Kooperativen zu gründen. Aber der Anspruch ist eben auch, dass letztendlich Stromversorgung, Energieversorgung, dass es da auch überall Frauenkooperativen gibt oder Frauen darin gelehrt werden, genau, wie das dort abläuft. In Derik gibt es dann noch den Frauenmarkt. Das ist ein kompletter Abschnitt, wo nur Frauen den ganzen Markt leiten, wo halt alle möglichen Sachen, wie man hier sieht, verkauft werden. Da ist vielleicht wichtig zu erwähnen bei diesem Frauenmarkt, was uns da gesagt wurde.
dass es halt nicht einfach nur ein Frauenmarkt ist, wo Frauen einkaufen gehen, sondern dass es halt vor allem Frauen, die halt zu Hause was produzieren können, wie Käse oder Socken oder irgendwas, total egal, was sie dann halt in kleineren Mengen dahin bringen können und das verkaufen können. Und halt ansonsten würden sie diesen Schritt auch nicht wagen, das irgendwie auf dem Markt zu verkaufen. Aber in diesem, ja, wie so eine Art geschützten Rahmen oder so, funktioniert das halt. Und da gibt es sehr viel Beteiligung. Also ja, auch wenn da nicht so viel Produkt, also so viel verkauft wird, aber halt zumindest so kleine selbstproduzierte Sachen, gibt es sehr viele Frauen, die das machen. Ja. Genau, und die werden auch, also in mehreren Städten werden Frauenmärkte geplant. Das ist als Konzept eigentlich, läuft das ganz gut in die Rig. Das sind nochmal Bilder aus Jinwar. Das ist das Frauendorf, was in der Nähe von Serikanie gegründet wurde, was eben auch auf vor allem einen ökologischen Ansatz hat. Da sind mittlerweile, es gibt 30 Häuser, mittlerweile sind da, glaube ich, 11 Familien, die eingezogen sind. Sind entweder alleinstehende Frauen mit Kindern oder Geschwister, die da eingezogen sind, die auch dort ihr Leben kommunal organisieren. Das heißt, sich monatlich, also jeden Monat rotieren die Aufgaben. Da gibt es eine Bäckerei und ein Gesundheitszentrum, was gerade aufgebaut wird, was so vor allem auf Naturheilkunde basiert. Es gibt einen Dorfladen, der eben monatlich von einer anderen Frau betrieben wird, und auch die Bauweise verfolgt zum ökologischen Bau. Also hier sieht man die Steine, die gemacht werden aus Kerpitsch, das ist so aus Lehm, aus dem Lehmboden. Ja, und auch viel Landwirtschaft, also die haben da sehr viel Landwirtschaft und betreiben halt die Felder gemeinschaftlich und verkaufen das auf den umliegenden Märkten. Das ist die Kampagne Make Rojava Green Again. Das ist angebunden an die internationalistische Kommune, was halt eine Struktur ist, ja, von Internationalistinnen. Die haben neben so einer Bildungsakademie, wo man halt zum Beispiel die Sprache lernen kann, aber auch so die Geschichte der Region oder auch die Geschichte der Bewegung und die Ideologie, halt auch so ein Wiederaufforstungsprogramm gestartet und pflanzen Bäume überall, und die Idee ist halt, Bäume wieder anzupflanzen, weil, wie vorher schon gesagt wurde, das ja ein Problem war. Es gibt ja kaum noch Bäume, und da wird auch viel zusammengearbeitet, also mit den örtlichen Verwaltungen, mit der Stadtverwaltung in Derik zum Beispiel. Die planen das zusammen und führen das zusammen durch, und ja, das läuft auf jeden Fall gerade. Das wäre es auch erstmal zu dem ganzen Wirtschaftsteil. Wir hätten trotzdem noch, ist jetzt ein kleiner Bruch, aber einen weiteren Punkt, was so ein bisschen die jetzige Situation dort vor Ort angeht und vor allem auch die Situation hier in Deutschland. Und zwar gibt es die Forderungen, also das sind die Forderungen, den Internationalen Strafgerichtshof in Nordostsyrien zu etablieren, eben um mit den Daesh-Gefangenen umzugehen. Das ist ein Bild vor dem Al-Hol-Camp. Das sind vor allem Daesh-Frauen und Daesh-Kinder, die da wohnen, für 10.000 angelegt. Letztendlich wohnen da mittlerweile 72.000 Personen. Und es ist natürlich eine krasse Aufgabe, die zu ernähren, und eben auch die Frage, wie geht es weiter mit dieser Situation. Deswegen ist die Forderung, entweder die internationalen IS-Gefangenen zurückzunehmen, oder aber zumindest finanzielle Unterstützung zu leisten. Und das Problem daran ist eben auch mit dieser Forderung nach dem Internationalen Strafgerichtshof, dass die Region, die Selbstverwaltung in Nordostsyrien, eben nicht anerkannt wird. Und ich weiß, es ist mittlerweile auch viel in den Medien, wird viel diskutiert, und dazu wird es auch nochmal eine Infoveranstaltung bald geben, auch vom Café Rojava organisiert. Ja, aber dass man das so ein bisschen im Blick hat. Als weiteren Punkt noch gibt es das Rheinmetall-Camp, was im Anfang September, 1. bis 9. September stattfinden wird, eben auch, ja, mit vielen Infoveranstaltungen, und das ist in Unterlüß in der Nähe von Celle, wo eben Rheinmetall eine Fabrik hat, und es wäre schön, wenn ihr da hinkommt. Das wäre es erstmal. Also es gibt Einnahmen über Grenzhandel, also es gibt ja auch Exportprodukte sozusagen, sowie auch Einnahmen durch das Erdöl. Und es gibt auch Einnahmen, es gibt jetzt nicht so ein Steuersystem, aber es gibt schon auch Abgaben, die pro Haushalt abgegeben werden sozusagen, für Strom, Wasser, Gas, Diesel.
Dann gibt es aber natürlich Regionen, wo mehr Geld rumkommt und es gibt auch so ein Umverteilungssystem innerhalb der Region. Das ist die syrische Lira, also es gibt jetzt kein extra Geld oder so. Das ist halt das Geld, was in Syrien benutzt wird. Es gibt sehr wenig Industrie, also auch schon durch die, das wurde auch schon davor vom syrischen Regime so angestrebt, dass es kaum Fabriken oder ähnliches gab. Wenn dann kleine Betriebe, es gibt so eine kleine Bulgur-Fabrik, aber genau alles in sehr kleinem Rahmen, weil eben schon alles, die ganze Industrie Jahre davor in Südsyrien aufgebaut wurde. Und es gibt auch, also es gibt eigentlich schon langfristig die Ansätze, vielleicht ein bisschen mehr Industrialisierung wieder dort etablieren zu können, aber uns wurde gesagt, dass es momentan, also einerseits fehlt es an den Ressourcen, teilweise auch an dem Wissen oder selbst die Sachen, die Fabriken, die es noch gibt, können gar nicht repariert werden, weil auch davon sozusagen das Embargo die ganzen Sachen nicht durchlässt. Und dazu meinte auch noch die Sprecherin dieser Wirtschaftskommission, dass es auch sehr schwer ist, viele Familien davon zu überzeugen, jetzt ganz viel Geld für so einen Bau von einer Fabrik irgendwie herzugeben, sondern eben erstmal kleinere Kooperativen gegründet werden. Genau, und die Produkte, die in diesen Kooperativen entstehen, die werden auf den lokalen Märkten oft verkauft. Und 50% der Einnahmen gehen eben auch in die, also in die Mitglieder der Kooperativen und dann eben wieder ein Teil, so 25%, in den Fonds, um neue Kooperativen wieder aufzubauen und ein Teil in die Kommune. Zum Teil, dass dann alle möglichen NGOs auch reinkommen, aber dass auch das internationale Kapital reinkommt. Und ich sag mal so, ich war oft in Bakuna und habe halt dort in Diskussionen auch mit PDP-Belediers und Gemeinden oft gemerkt, da war oft nicht so das Bewusstsein da, wie gefährlich es ist, zum Beispiel zu privatisieren. Da wurde dann durchaus mal die Müllabfuhr privatisiert oder ähnliches. Und ich frage mich, wie wird jetzt hier in Rojava reagiert, wenn jetzt Embargo weg ist und dann kommt hier, sagen wir mal, irgendein nordkurdischer oder irgendein Basani-Unternehmer und sagt, ich baue euch jetzt ein privates Krankenhaus. Werden dann die örtlichen Räte sagen, super, wir brauchen hier moderne Medizintechnik, oder werden sie sagen, nein, lieber gar kein Krankenhaus, als dass wir jetzt hier Gesundheit privatisieren? Also habt ihr da ein bisschen mitbekommen, wie jetzt diskutiert wird? Ich meine, ich war vor 5 Jahren in Rojava, ich habe den Genossinnen und Genossen dort gesagt, Leute, ich lerne bei euch so wahnsinnig viel von eurer Revolution. Das Einzige, was ich euch geben kann, ist ein bisschen Erfahrungsbericht, wie es ist, in dieser kapitalistischen Scheiße zu leben, die ihr so noch nicht erlebt habt. Aber das ist, denke ich, genau die Gefahr, dass diese Erfahrungen oft einfach fehlen. Oder eben, wie es Abdullah Öcalan auch sagt, dass also der Kapitalismus ja wirklich dringt, wirklich in das Kapitalsystem des Körpers eigentlich ein, übernimmt alles. Und ich denke, da ist einfach die Frage, wie weit wird da eigentlich über sowas diskutiert? Voll. Also das haben wir uns auch viel gefragt und tatsächlich hatten wir viele Gespräche auch darüber, also in den Interviews, die wir so geführt haben, und also wir haben mit verschiedenen Leuten oder Menschen darüber diskutiert und das war schon, also mein Eindruck war schon, dass viele gesagt haben, ja, es ist definitiv ein Problem, wenn das Embargo wegfällt, heißt es freier Warenverkehr und so weiter. Und da wurde aber immer gesagt, okay, wir müssen halt da jetzt aber bewusst einfach uns einen eigenen Wirtschaftskreislauf irgendwie aufbauen, als so eine beste politische Strategie, um damit umzugehen und halt, also genau, mehr also Kooperativen zu gründen und aber auch das gut, also gutes technisches Wissen sich anzueignen, das Know-how sozusagen, also sich auch weiterzubilden und so weiter. Also das ist schon ein Thema, was diskutiert wird viel, aber solche Diskussionen wie, ob es, wenn jetzt ein privates Krankenhaus irgendwie ankommt oder nicht, keine Ahnung, also das haben wir jetzt nicht so diskutiert, aber definitiv ist das Bewusstsein da, das hatten wir in mehreren Gesprächen auch. So, ja. Es gibt immer wieder Austausch und durch die Internationalistinnen, die halt vor Ort sind, also auch wir mit ganz vielen Familien sehr viel diskutiert, mit den Menschen, mit denen wir da Interviews geführt haben. Und das ist ein richtig wichtiger Austausch, glaube ich, der da stattfindet. Einfach ein Erfahrungsaustausch. Ich glaube, auf so einer institutionellen Ebene habe ich das dort nicht mitbekommen. Ich habe es allerdings bei der Gesundheitsakademie, bei der wir waren, mitbekommen, dass sie Partner Universitäten haben. Und es kann auch gut sein, dass es auch im Wirtschaftsbereich auf jeden Fall Bestrebungen gibt, so Partnerinstitutionen zu schaffen. Es gibt ja, Derik ist zum Beispiel auch die Partnerstadt von dem Bezirk Kreuzberg. Das heißt, es gibt auf jeden Fall so Austauschmechanismen oder ich glaube auf jeden Fall Interesse daran, da mehr zu erfahren.
Aber ich glaube, bisher war es eher so auf persönlicher Ebene von Internationalistinnen, die vor Ort waren. Und genau auch immer wieder in dem Kontext von Migration, also Flüchtlingsmigration, vor, während und nach der Revolution. Also es ist nicht so als, die hatten schon Schwierigkeiten, Leuten zu sagen, sie sollen bleiben und an dem Aufbau mit sich dran beteiligen. Also in jeder Familie, in der wir waren, hatten Leute Familienmitglieder in Europa. Also auch nochmal zu dem Einfluss vom Kapitalismus. Ich weiß nicht genau, wo die ist, diese Raffinerie, aber uns wurde gesagt, es gab halt lange Zeit keine Möglichkeit, das Rohöl zu raffinerieren, deswegen muss es nach Syrien verkauft werden oder gegeben werden und dann wieder teuer zurückgekauft werden, das weiterverarbeitete. Und jetzt gibt es aber die Möglichkeit, das selbst zu raffinerieren, und das ist jetzt aber qualitätsmäßig auch nicht so der Burner, aber es reicht. Also damit werden halt so wird halt alles produziert. Aber also es wird auch immer noch ganz viel exportiert, ja, und wieder reimportiert. Also das ist ein kleiner Teil, der selbst raffineriert wird in dem Bereich. Klar, und ansonsten die Grundfrage, wie bringt man Menschen dazu, sich Lust zu haben auf ein solidarisches Wirtschaften, sind auch Fragen, die mit uns sehr viel diskutiert wurden. Und es wurde immer gesagt, ja, also wir setzen halt sehr viel auf verschiedene Formen von Bildung oder Wissensvermittlung, um halt sowas aufzubrechen. Und ich weiß jetzt nicht genau, was es konkret für Anreize gibt. Also es gibt eine sehr detaillierte Struktur, wie diese kleinen Kommissionen halt Leute anleiten oder Leute unterstützen finanziell, aber auch mit Wissen, um Kooperativen zu gründen und auch eine gewisse Sicherheit halt zu gewährleisten. Aber ja, so ganz detailliert weiß ich das nicht. Wo es auch Kritiken dran gab, war eben genau diese, es gibt ja diese drei Gebiete, und als die sozusagen neu gegründet wurden im November letzten Jahres, wurde eben auch angemerkt, dass natürlich auch eine Entwicklung sein kann, dass man sozusagen die Gebiete immer größer macht und es da wieder einen Vorsitz gibt, dass sozusagen diese Kommunen an Organisationsstruktur abnehmen. Da gibt es auf jeden Fall intern Diskussionen, und ich nehme auch sehr stark an, dass es bei den einzelnen Kooperativen da wahrscheinlich auch unterschiedliche, also dazu Auseinandersetzungen geben wird, aber zu dem konkret, also generell in Nordostsyrien sind jetzt auch nicht alle von dieser Selbstverwaltung begeistert, also auch das ist immer wieder sehr viel Bildungsarbeit und sehr viel Fokus darauf, auch gerade in den neu befreiten Gebieten diese Selbstverwaltungsstrukturen aufzubauen und den Leuten eben auch, ja, Selbstverwaltung irgendwie ans Herz zu legen und ein Interesse dafür zu entwickeln. Genau, und ich glaube, das äußert sich auf allen Ebenen, also auf der Diplomatieebene, aber auch auf der Wirtschaftsebene, auf der Gerechtigkeitsebene. Genau, aber das ist halt wirklich, also ich glaube, was wir in der Zeit gelernt haben, ist, dass diese Revolution einfach Bildung ist, also ohne Ende. Ja. Welche Fähigkeiten haben also wir als Internationalisten und Internationalistinnen noch nach Ottawa gehen, um dort zu helfen? Also, ich meine, es gehen ja einige runter, um zu kämpfen, was wahrscheinlich gar nicht unbedingt gebraucht wird, weil Kämpferinnen und Kämpfer gibt es genug. Und ein paar Pflanzenbäumchen und ein paar Mediziner sind noch da, aber was gäbe es denn da für Bedarf? Und generell, was können wir hier eigentlich tun, auch im Rahmen der Solidaritätsbewegung, um die dortige solidarische Ökonomie auch zu unterstützen? Also ich glaube, es hat sich auch ein bisschen verschoben, auch so mit den... Dadurch, dass es ja jetzt auch nicht mehr so diese offiziellen Kampfzonen gibt. also uns wurde gesagt, wir haben ja auch mit vielen Menschen gesprochen, auch Internationalistinnen und vor allem auch Menschen, die im medizinischen Bereich aktiv waren, die waren alle da sehr gut eingebunden in verschiedenen Strukturen, und da war auch immer so das Feedback, dass es auf jeden Fall sehr sinnvoll ist, also so mit so einem in dem Gesundheitsbereich zu arbeiten. Aber auch in einigen Kommissionen, von so Energiekommissionen, wurde uns auch gesagt, ja, es gibt Pläne zum Beispiel für Realisierung von Solaranlagen oder Windkraftsachen und so. Und es fehlt da auch noch ein bisschen, also so, ja, technisches Wissen, also so Ingenieurswissen. Und also uns wurde, also ich kann mich an verschiedene Gespräche erinnern, wo uns das mehrmals gesagt wurde, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, mit so Spezialwissen das zu unterstützen. Also das gibt es auf jeden Fall. Was können wir hier tun? Große Frage. Na, ich glaube, einmal die Kampagne Make Rojava Green Again unterstützen. Und im Hintergrund seht ihr auch diese Mesopotamia Corporation, die macht auch nicht nur ist vor allem in der UK tätig, aber
Da ist auch nochmal diese Karte, diese Übersicht gewesen mit einer Beschreibung zu allen Kooperativen. Ich glaube, darüber findet man auch nochmal mehr Informationen. Und ich glaube tatsächlich so Soli-Botschaften, also wenn es Kooperativen hier gibt, die unterstützen können, unterstützen wollen, ich glaube, da Austausch zu haben, ist ja immer sehr gern gesehen. Also diese, wann immer eine Demonstration irgendwie in Europa war, wurde das sehr positiv aufgenommen. Also auch wenn es nur so, ja, nur so Grußbotschaften sind oder ähnliches. Genau, mir fällt noch kurz ein, weil wir waren ja längere Zeit auch in Derek gewesen und da gibt es ja die Städtepartnerschaft und das wurde uns von einigen Menschen da vor Ort immer wieder gesagt, wie wichtig sie das auch empfinden, also auch in so einer Zuge von einfach so einer Anerkennung und da auch einen Austausch zu haben, also auch, was weiß ich, einen Schulaustausch zwischen der Schule in Kreuzberg und in Derek oder, also dass da einfach auch irgendwie so eine Verbindung stattfindet. Und ich glaube, bei der Mesopotamia Corporation, ich weiß nicht, ob die auch so gewisse Netzwerke haben, dass sie konkret Kooperativen vor Ort unterstützen und Produkte vertreiben, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also was da jetzt konkret an Tausch, solidarischen Tauschbeziehungen besteht. Und genau, Jinwa wurde ja auch gezeigt, das Frauendorf, das kann man auf jeden Fall auch finanziell unterstützen. Und ich glaube, was da halt immer sehr relevant ist, ist eben nicht nur auf diese finanzielle Unterstützung zu pochen, sondern eben auch die Inhalte davon zu vermitteln. Also ich glaube, deswegen auch diese Veranstaltung, vor allem diese gesellschaftliche Aufbauarbeit, die betrieben wird, stark zu machen. Ja. Also starke Kritikerinnen und Kritiker sind gegangen, auf jeden Fall. Die sind auch mit der Revolution sehr, sehr viele Leute haben die Region verlassen. Also die da sind, sind schon nicht die, die es gar nicht unterstützen. Aber natürlich nutzen das viele, sehen darin halt einfach ein neues System, was etabliert wird und versuchen da ihre Grundbedürfnisse dadurch irgendwie zu befriedigen. Und wenn das dann Selbstorganisierung in der Kommune ist, dann organisiert man sich ja selbst als Kommune, aber unterstützt trotzdem nicht die Werte oder genau die dahinter stehen. Also ich weiß, dass auf diplomatischer Ebene sozusagen immer wieder Austausch mit in anderen Regionen gibt. Es immer wieder Treffen von Kongress, von den Frauenorganisierungen in ganz Syrien gibt, aber auch international oder Jugendkonferenzen, die international aufgebaut sind. Aber es sind oft eher so diplomatische Treffen. Bei den Kooperativen kann ich jetzt nichts Genaueres zu sagen. Ich hatte auch eher das Gefühl, dass es halt viele Kooperativen eher darauf abzielen, halt die sehr bedürfnisorientiert sind in der Gesellschaft oder halt in dem Umland. So, genau. Es gibt sehr viele Bildungsakademien, auch in allen möglichen Bereichen. Wir waren bei zwei zum Gerechtigkeitsbereich, einmal die arabischsprachige Bevölkerung und einmal auf Kurdisch. Wir waren zu Akademien von Lehrerinnen, die in Genealogie einem Fach ausgebildet werden. Wir waren bei, es gibt natürlich Akademien, also militärische Akademien und Teil davon, es gibt internationalistische Akademien. Ja, also ich hatte das Gefühl, dass egal wo man sich bewegt hat, hieß es, da und da ist gerade eine Bildung. Akademien sind halt am Stück, das sind meistens so 20 bis 40 Tage, wo einmal die Geschichte der Region, der ideologische Hintergrund, diskutiert wird, aber auch die eigenen Familienverhältnisse analysiert werden, generell sich kommunal organisiert wird, also man meistens in so verschiedenen Kleingruppen sich aufhält und da dann die Aufgaben verteilt, also gerade so ganz normale Reproduktionsarbeit von Kochen, Waschen, Saubermachen und so, wird auch darüber viel geregelt und das auch in allen Bereichen. Genau, also es sind schon so verschiedene Einheiten, wo dann immer ja, also so Input kommt, aber dann eigentlich der Wunsch ist, dass sehr viel diskutiert wird. Es gibt auch Bildungen, die nur eintägig sind oder die wöchentlich stattfinden. Meistens ist es so, dass wenn diese Bildungen stattfinden, also gerade bei den Frauenakademien, war es am Anfang sehr schwer, die Frauen dazu zu begeistern, also sozusagen diese Aufgabe in der Familie abzugeben und eben 20 Tage am Stück nicht bei der Familie zu sein. Aber letztendlich so durch Mund-zu-Mund-Propaganda hat sich das eigentlich sehr weit verbreitet. Dass einerseits die Leute, die in den Institutionen arbeiten, halt bei Akademien und bei Bildung teilnehmen, aber auch Leute, die einfach so Interesse haben.